Tulpen in der Vase wachsen ja schon mal ein bisschen verrückt. Und das kommt, weil die Tulpenstängel in der Vase weiter wachsen. Und irgendwann werden die Köpfe dann etwas zu schwer und darum biegen die Stängel sich nach unten. Ich finde, das ist ein Charme von Tulpen, dass die so aus der Vase wuchern. Aber da gibt es anscheinend verschiedene Meinungen zu. Und im Internet gibt es Tipps dazu, wie man Tulpen am Wachsen und am sich biegen hindern kann. Was ist das für ein Tipp und funktioniert der? Das schauen wir uns heute an. Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns anschauen, wie Pflanzen eigentlich so genau funktionieren. Und heute geht es um Tulpen, genauer gesagt Tulpen in der Vase. Wie euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, dann wachsen Tulpen nach dem Abschneiden in der Vase weiter. Die werden immer länger. Und weil sie dann manchmal Übergewicht bekommen, wuchern sie dann so über die Vase raus. Das finde ich persönlich sehr attraktiv an Tulpen, aber manchen gefällt dieses wilde Wachstum überhaupt nicht. Ein angeblicher Tipp, wie man das Wachstum von Tulpen verhindern kann, ist mit einer Nadel oder einem Messer in den Stängel unterhalb von der Blüte zu stechen. Aber wie soll das funktionieren? Als Pflanzenbiologin leuchtet mir nicht ganz ein, wie das Wachstum vom Stängel stoppen soll. Aber da mache ich doch mal einen Versuch und teste, ob Stängel durchstechen wirklich das Wachstum von Tulpen verhindert. Ich habe hier 18 Tulpen. Alle Stängel sind genau 35 cm lang, in zwei Gruppen aufgeteilt, markiert mit blauem und rotem Garn. Die Stängel der blauen durchsteche ich jetzt mit einem Skalpell kurz unterhalb der Blüte. Und zwar einmal ganz durch den Stängel durchgestochen. Und die roten, das sind die Kontrollgruppe. So, alle Tulpen kommen jetzt in eine Vase und dann schauen wir mal, wie die so wachsen. Warum wachsen Tulpen eigentlich in der Vase weiter? Das liegt am Hormon Auxin. Auxin wird generell in Pflanzen in der Spitze im Spross gebildet und wird von dort dann nach unten transportiert. Auxin sorgt unter anderem dafür, dass die Zellen im Stängel sich strecken und die Pflanze wächst. So auch bei der Tulpe. Hier im Gynäkum, Fachbegriff für die weiblichen Blütenorgane, wird Auxin produziert und nach unten in den Stängel transportiert, wo die Zellen sich strecken und darum auch der Stängel. Wenn man jetzt hier in den Stängel piekst, was macht das dann mit dem Auxinfluss? Schauen wir uns den Stängel mal genauer an. Tulpen sind einkeimblättrige Pflanzen und ein Querschnitt durch den Stängel sieht ungefähr so aus. Außen ist der Epidermis, dann verstreut das Leitgewebe, was dem Wasser- und Nährstofftransport dient, und das Grundgewebe. Wenn man da jetzt durchsticht, werden natürlich manche Verbindungen zwischen Zellen gekappt. Aber im Großen und Ganzen ist die Leitfähigkeit vom Stängel nicht beeinträchtigt. Denn selbst wenn der direkte Weg zwischen einigen Zellen gekappt ist, dann nimmt das Auxin halt einen Umweg. Wirklich aufhalten kann man das Auxin mit einem Einstich also nicht. Richtig effektiv dahingegen wäre, wenn man den Kopf der Tulpe abschneidet. Aber das geht dann den meisten wohl doch ein bisschen zu weit. Aber etwas passiert doch, wenn man den Stängel ansticht. Denn man verwundet ja die Pflanze. Und wenn Pflanzengewebe beschädigt wird, dann wird die Wunde rasch mit Kallose versiegelt. Kallose ist ein Polysaccharid, also es besteht aus einer langen Zuckerkette aus Glukoseeinheiten. Ähnlich wie Zellulose, aber die Zuckereinheiten sind ein bisschen anders miteinander verbunden. Pflanzen produzieren Kallose, um Wunden zu stopfen, so ähnlich wie wir auch Schorf bilden. So ähnlich, aber halt anders, denn bei uns verkleben die Blutplättchen und Pflanzen benutzen dafür lange Zuckerketten. Kalloseablagerung funktioniert bei den Pflanzen recht effektiv und schnell. Innerhalb von wenigen Minuten ist eine Wunde mit Kallose versiegelt. Und so eine versiegelte Wunde, die sieht man zum Beispiel hier auf diesem Bild. Hier ist ein Blatt verwundet worden, hier ist die Einstichstelle. Und rundherum, das helle hier, das ist Kallose, die mit einem Farbstoff sichtbar gemacht wurde. Auch an der Wunde am Tulpenstängel lagert sich Kallose ab und sorgt dafür, dass die Stelle härter und etwas steifer wird. Aber kann das wirklich dafür sorgen, dass der ganze Stängel steifer wird und nicht mehr wächst und sich auch nicht biegt? Ich denke nicht, denn die Kalloseablagerung ist ja sehr lokal nur hier um die Einstichstelle und hat nicht sehr großen Effekt auf den Rest vom Stängel. Also als Pflanzenbiologin glaube ich nicht wirklich an diesen Tipp mit dem Stängel durchstechen, aber wir müssen ja nicht glauben, wir können es ja testen und uns mal die Ergebnisse von dem Versuch anschauen. So, es sind 5 Tage vergangen, seit ich die Tulpen angestochen habe und Zeit, dass wir uns die Ergebnisse anschauen. Also so unmittelbar ist da kein Unterschied zwischen den rotbebenzelten und den blaubebenzelten Tulpen, wie crazy die aus der Vase raushängen.
blaue und rote Tulpen hängen, ein paar blaue und ein paar rote Tulpen stehen noch. Aber schauen wir mal an, wie viel die Tulpen gewachsen sind und ob das Durchstechen wirklich das Wachstum verhindert hat. Ich habe die Tulpen jetzt nochmal gemessen und der Durchschnitt der Kontrollgruppe liegt bei 39,8 cm, während der Durchschnitt von der durchstochenen Gruppe bei 38,9 cm liegt. Tada! Tatsächlich ist unsere durchstochene Gruppe minimal kleiner als die Kontrollgruppe, 0,9 cm. Allerdings ist der Unterschied sehr klein und zwischen diesen zwei Gruppen mit je 6 Tulpen auch nicht statistisch signifikant. Und also praktisch auch nicht signifikant, denn wie wir sehen, gibt es nicht wirklich einen Unterschied, wie viele von den roten Tulpen und wie viele von den blauen Tulpen hier über den Vasenrand hängen. Meine Hypothese, dass das Tulpenanstechen keinen Effekt hat, ist also wahr. Im Gegenteil, kann es sogar eher schaden, die Tulpenstängel anzustechen, denn durch die Wunde können Bakterien und Pilze in den Tulpenstängel gelangen und sie vielleicht sogar früher welken lassen. Aber gibt es denn gar keine Möglichkeit, das Wachstum zu stoppen? Doch, gibt es und die Antwort heißt Hormone. Und zwar Gibberellin und Cytokinin. Das sind so wie Auxin zwei Pflanzenhormone, die beim Pflanzenwachstum eine Rolle spielen. Generell spielen Cytokinine bei Zellteilung und Wachstum eine Rolle und Gibberellin stimuliert die Keimung, Triebwachstum und Blüten- und Fruchtreife. Allerdings kommt es immer auf die Balance von den verschiedenen Hormonen drauf an. Und in den Tulpen, da wirken Cytokinin und Gibberellin dem Auxin entgegen und reduzieren so das Wachstum. Also, wenn man wirklich seine Tulpen am Wachsen hindern will, dann muss man sie mit Hormonen behandeln. Oder man lässt sie halt wachsen. Das war's für heute. Wer noch mehr über Auxin wissen möchte, der kann sich mein allererstes Video anschauen. Da geht es um Gravitropismus und auch hier spielt Auxin eine wichtige Rolle.